Präsentation zusammen mit Kai Michael Dietrich, der bei Manufacturing Cities arbeitet. Ich selber mit einer der Gründer von MLA Plus, heißt Markus Appenzeller, und ich wohne in den Niederlanden, bin aber Deutscher. Ich teile jetzt einfach mal meinen Bildschirm und dann suchen, wo habe ich denn die Präsentation? Genau, derweil auch hallo von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Görge. Wir kommen da sicher gleich in der Abschlussdiskussion nochmal drauf zu sprechen. So. Gut. Ist das gut zu sehen? Ja, sieht gut aus. Prima. Welteninsel Berlin-Brandenburg 2070 haben wir unser Projekt genannt. Und was wir damit meinen, das wird hoffentlich in dem kurzen Vortrag, den wir halten, deutlich. Wir wollen eigentlich über drei Dinge reden. Das eine, die Frage stellen, was ist eigentlich das Siedlungsbild, das zu Berlin passt? Und da wurde im Wettbewerb natürlich irgendwie der Siedlungsstern so als gegeben, vorgegeben. Wir haben den Wettbewerb auch als Anlass genommen, das zu hinterfragen. Die zweite Frage war für uns dann, was muss und was kann eigentlich eine Vision, die 50 Jahre in die Zukunft schaut, leisten? Und dann wollen wir eigentlich abschließen mit dem, was unsere Vision letztendlich geworden ist. Das ist eine ganze Anzahl von Leuten. Manufacturing City und MLA Plus waren da federführend. Wir haben uns aber da eine ganze Gruppe von Beratern dazu geholt. More Landscape aus Harlem. Und dann eine Zahl von Personen, die sich mit Stadtentwicklung auf verschiedene Arten und Weisen beschäftigen, sodass man auch ein relativ breites Spektrum abdecken konnte. Der Siedlungsstern. So zeichnen Kinder eigentlich einen Stern. Wenn man jetzt nach Berlin guckt, dann ist es auf den ersten Blick vielleicht auch so, dass man die Stadt als sternförmige Entwicklung lesen kann. Aber wenn man da ein bisschen reinzoomt, dann sieht man da relativ schnell, dass es eigentlich kein Stern ist, sondern dass es eigentlich eine Verdichtung ist von verschiedenen Siedlungen, die aber eigentlich immer noch unterbrochen sind voneinander. Und deswegen war für uns auch die Frage, ist eigentlich der Siedlungsstern das richtige Bild? Und da haben wir uns irgendwie vier große Fragen gestellt. Ja, wenn man diesen Siedlungsstern so als Bild übernimmt, was passiert dann eigentlich? Was sind auch die Probleme und die Fragen, die dabei auftauchen? Vier Fragezeichen haben wir das genannt. Eine Fragezeichen ist, was ist dann die Beziehung zwischen was einem Ort, der am Rand des Sterns liegt, in einem der Arme und dem Zentrum von Berlin? Das zweite Fragezeichen, was ist eigentlich die Beziehung zwischen den Rändern, den Orten, die an den Rändern liegen, untereinander? Das dritte Fragezeichen, was passiert eigentlich, wenn man so ein Siedlungsstern als Modell übernimmt und sich das dann weiterentwickelt? Läuft das dann nicht irgendwann auch voll? Und das letzte Fragezeichen war eigentlich das, was macht eigentlich ein Siedlungsstern mit der Landschaft, die um Berlin existiert und die eben nicht unterbrochen wird durch ein kontinuierliches Siedlungsband, das sich in verschiedene Richtungen entwickelt, sondern eigentlich ist eher so ein Siedlungskerne sind und dazwischen sind immer noch relativ offene Grünzonen, die eigentlich auch die Qualität der Brandenburger Landschaft ausmachen. Ist denn nicht der Siedlungsstern eigentlich, wenn man den übernimmt, schlussendlich wird es dann nicht zu sowas, was eigentlich ein Stern ist, und nicht das, was eine Kinderzeichnung als Stern immer darstellt. Wir glauben, dass das Modell nicht das geeignete ist, um die Siedlungsstruktur von Berlin, so wie sie jetzt ist, abzubilden und auch in der Zukunft weiterzuentwickeln. Und haben eigentlich, und um bei den Sternbildern und den Sternen zu bleiben, ein anderes Modell weiter untersucht und weiterentwickelt. Und das ist das Modell der Galaxie, die auch Sterne enthält, die aber nach anderen
in einer anderen Systematik funktioniert, die durch Massen, die sich gegenseitig anziehen, umeinander rotieren, entsteht, die aber auch immer wieder Leerräume dazwischen hat, die auch dynamisch ist und sich kontinuierlich verändert. Sterne wachsen, Sterne erlöschen, und damit entsteht eigentlich eine Dynamik, die wir, wo wir finden, dass die einfach viel, viel besser zu so einem Leitbild oder Entwicklungsmodell für eine Stadt wie Berlin und den ganzen Subzentren, die um Berlin rumliegen, passt. Schließlich ist Berlin natürlich der große Stern in der Mitte, aber außenrum gibt es doch auch Städte und Orte, die auch ganz gut ihre eigene Identität entwickelt haben und auch erhalten können und vielleicht auch noch stärken können. Also eine Stadt wie Potsdam, die hat einfach eine ganz, ganz starke Identität, die sich natürlich ein Stück weit auf Berlin bezieht, aber ein Stück zum Großteil auch selbstbezogen ist. Und so gibt es noch eine ganze Anzahl Orte. Und deswegen haben wir eigentlich auch dieses Modell vorgestellt für Berlin, sodass eigentlich ein dynamisches Entwicklungsmodell entsteht, wo auch nicht von vornherein und vom Anfang immer klar ist, wo die Zentren sind, wie sich die Zentren entwickelt werden. Die können sich unterschiedlich schnell entwickeln. Die können, manche werden wachsen, andere werden kleiner werden. Manche werden wichtiger werden, andere werden weniger wichtig werden. Man sieht jetzt zum Beispiel, ist der Flughafen eröffnet. Das heißt, um den Flughafen rum wird irgendwie eine neue Zentralität entstehen. Und das, wenn man da in die Zukunft kommt, guckt, dann wird sich das in den nächsten 50 Jahren genauso auch weiterentwickeln. Wo das genau ist, das ist relativ schwer vorherzusagen, wie die gesamte Zukunft eigentlich schwer vorherzusagen ist. Wenn man sich nur mal vorstellt, 50 Jahre zurück, 1970, wer hätte sich gedacht, dass wir heute mit Minicomputern im Internet arbeiten, dass wir eine Pandemie im Augenblick haben, und so weiter und so fort. Also da kann man sich viele Dinge überlegen, die niemand auf dem Schirm hatte. Und deswegen auch unsere Haltung, was es anbelangt, nicht sich auf ein Bild zu versteifen, sondern ein Bild zu suchen, das auch eine gewisse Dynamik und Veränderung zulässt. Wenn man das Entwicklungsmodell wenn man das überdenkt und dann schaut, was ist denn eigentlich eine Vision? Dann war bei uns schon die Frage, ist so eine Vision das, was der Wettbewerb für Groß-Berlin 1910 auch gebracht hat? Nämlich sehr konkrete Zeichnungen, sehr konkrete Verortungen, alle städtebaulichen Setzungen mit Achsen, mit Hochpunkten und so weiter? Oder muss eigentlich eine Vision das Jahr 2020, die nach 2050 guckt, eine andere Identität, eine andere Struktur haben? Und da ist uns, haben wir eigentlich ein ganz nettes Zitat gefunden aus dem kleinen Prinz. Das sagt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Und das war eigentlich auch so, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Wir glauben nicht, dass so eine Vision für Berlin und Brandenburg ein konkreter Plan sein muss, sein soll oder selbst sein darf, in dem alles von vornherein festgelegt ist, sondern es ist eigentlich eher eine Geisteshaltung, was alle Berliner, Bewohner von Berlin, was sie vereint, was sie mit den Leuten, die in Brandenburg leben, vereint. Gemeinsame relativ unscharfe Ziele, auf die man hinarbeitet. Das, denken wir, muss eine Vision fürs Jahr 2070 leisten können. In der ersten Phase des Wettbewerbs haben wir das einfach mal zusammengefasst in so einer Agenda der Zukunft. Ich will da nicht weiter ins Detail gehen. Aber eins der Elemente, das da drin ist, ist, dass eben dieser Stadtentwicklungsplan oder diese Regionalvision eigentlich vielmehr ein Bewusstsein sein muss und nicht notwendigerweise ein sehr, sehr konkreter Plan, wo jedes Grundstück schon definiert ist. Wir haben dann in der zweiten Phase sechs Themen
bearbeitet, für die wir eigentlich 6 Bilder entwickelt haben. Und diese 6 Bilder würde ich gern eins nach dem anderen vorstellen. Wir beginnen mit einem Konzept, das wir 100% Stadt, 100% Landschaft genannt haben, wo es eigentlich darum geht, dass wenn man Berlin analysiert, dann sieht man, dass es in Berlin noch relativ, dass eigentlich relativ wenig Speckgürtel um Berlin gibt. Was natürlich zum Teil aus der Geschichte mit der Berliner Mauer immer noch resultiert im Westen und im Osten eigentlich durch sozialistischen Wohnungsbau auch nicht im selben Maße passiert ist, wie man das in westdeutschen Städten sieht. Und wir sehen das als eine große Qualität, die man eigentlich auch erhalten muss und eigentlich noch verstärken sollte. Das heißt, Verdichtung sollte nicht in der Stadt, nicht im Umland von Berlin erfolgen, sondern möglichst innerhalb der Stadt. Und da gibt es natürlich einen Haufen Flächen, die man sich da noch angucken kann. Industriebrachen, Verdichtungspotenzial im Bestand. Da gibt es wahnsinnig viel Raum, der immer noch verdichtet werden kann, ohne dass man in den, ja, den Speckgürtel eigentlich entwickeln muss. Und damit kann man einfach auch eine der großen Qualitäten, nämlich dass man ganz schnell in der Natur ist, ganz schnell aus Berlin auch draußen ist, besser erhalten. Das zweite Bild haben wir das blaue Archipel genannt. Berlin ist eigentlich eine Wasserstadt. Das Interessante dabei ist, dass das Wasser eigentlich hauptsächlich im Rand von Berlin ist. Und das würden wir und wollen wir ändern, indem wir bestehende Wasserwege in Berlin aufwerten, denen auch mehr Aufenthaltsqualität geben, aber auch neue hinzufügen. Und da haben wir uns die ganzen Hauptverkehrsachsen, die Hauptbundesstraßen angeguckt, die, wenn man jetzt mal in die Zukunft guckt, vielleicht weniger Verkehr haben werden, wo auch Raum frei werden kann, um neue Wasserwege anzulegen mit entsprechendem Begleitgrün, sodass man da auch, dass es eigentlich ein neuer eine Zugangspforte, ein Netz von Zugängen wird in das Grün des Berliner Umlandes. Bestehende Wasserwege können verbessert werden. Der Teltow-Kanal ist ein Beispiel dafür, der im Augenblick relativ eigentlich eine industrielle Funktion hat, infrastrukturelle Funktion hat. Der könnte natürlich viel, viel mehr Aufenthaltsqualitäten auch entwickeln und auch zu einem Naturgebiet werden, wo man auch die Natur wieder zurückkriegt, zurückbringt in die Stadt, und Wasser und Grün zusammen sind da auch ein ganz, ganz wichtiger Träger für bestehende und neue Ökosysteme. Das dritte Bild kommt aus einem Zitat, das es über Berlin gibt, als die Stadt, die immer wird und niemals ist. Und in diesem Bild ging es uns eigentlich darum, deutlich zu machen, dass Stadtentwicklung nicht nur eine räumliche Entwicklung ist, sondern Stadtentwicklung, und es war die Gründung von Groß-Berlin auch letztendlich auch eine administrative Veränderung mit sich bringen muss. Und hier schlagen wir vor, Stadt anders zu denken und Stadt auch anders zu steuern. Nämlich Stadt so zu steuern, dass man die Stadt aufteilt in eine Makrostadt, was im Prinzip alle stadtweiten Infrastrukturen sind. Nahverkehr, Versorgung, Wasserwege, Hauptstraßen. Dass innerhalb von diesem Netz aber dann Mikrostrukturen entstehen, der klassische Kiez von Berlin, in dem sich dann viel, viel mehr Selbstverwaltung und viel, viel mehr auch Verwaltung durch die Bürger, die da etabliert werden kann. Und das geht nicht nur so weit zu sagen, ja, wir setzen uns einmal irgendwie im Monat zusammen, sondern wir wollen Technologie benutzen, um alle Leute da drin zu beteiligen. Das zum einen, und zum anderen auch jeder Mikrostadt eigentlich auch die Möglichkeit zu geben, ihr eigenes Profil zu schärfen. Und da wird es dann Mikrostädte geben, die sich in ein ruhiges Wohnviertel entwickeln wollen. Andere sind vielleicht ein bisschen unternehmerischer und sagen, ja, wir wollen irgendwie Investoren anlocken. Und damit entsteht eigentlich auch ein größerer Unterschied zwischen den verschiedenen Mikrostädten, zwischen den verschiedenen Kiezen, der eigentlich so ja, zu einem reicheren, zu einem interessanteren, zu einem lebendigeren Berlin auch werden kann. Und wenn dann ein Investor wie Google kommt, der hier eben bauen will, dann würde der eben zu diesen Mikrostädten gehen und sich da entsprechend bewerben müssen mit einem Konzept.
Und dann würde man sehen, wie sich das entwickelt. Einfach so ein, so ein Gedankengebäude, wie Stadt auch anders definiert werden kann, bis hin zu, was wir die Kiez Agora genannt haben, wo man eben Energieproduktion, Nahrungsmittelproduktion, Mobilität gemeinsam organisiert und gemeinsam auch managt. Kai, magst du weitermachen? Ja, sehr gerne. Ja, der neue Himmel über Berlin. Ich habe heute Morgen von einer Freundin in den sozialen Medien gelesen, es ist November und ich bin immer noch barfuß. Das fand sie komisch. Und wenn wir uns die globalen klimatischen Veränderungen aktuell angucken, dann sind die nicht zuletzt auch unserer Mobilität, unserem Alltag geschuldet, der stark auf fossilen Brennstoffen basiert. Da findet ein Umdenken statt und das muss es auch. Und wir haben uns mal die Dächer Berlins angesehen und finden, dass sowohl die Energieproduktion als auch die Nahrungsmittelproduktion auf der fünften Fassade, quasi auf den Dächern der Stadt, stattfinden kann. Bis zu 50% des heutigen Energiebedarfs könnten über die Nutzung der Berliner Dächer gedeckt werden. Das sieht man unten in den beiden Schaubildern ganz schön. Wir könnten über Dachgärten, Solarthermie und Photovoltaiknutzung, aber auch Biogasballonen, die dann über die Haustechnik mit dem Abwassersystem gekoppelt sind, Energie gewinnen. Man kann parasitäre Blockheizkraftwerke auch auf den Dächern, auf großen Flachdächern etablieren. Und im ländlichen Raum dann, wenn wir Richtung Brandenburg in die Region gehen, ist es gut denkbar, dass man die zahlreichen Militärstützpunkte, die es dort gibt, transformiert zu hocheffizienten, zum Teil auch stark automatisierten Farmen zur Lebensmittelproduktion, dass man solche Strukturen wie alte Atomschutzbunker zum Beispiel transformiert für Pilzzuchten und diese somit einen signifikanten Beitrag auch zu einer unabhängigeren Region beitragen können oder leisten. Magst du die nächste Folie einmal zeigen? Mhm. Die Materialumlaufbahn, es ist so, dass das Bauen heute mit einem sehr, sehr hohen energetischen Aufwand verbunden ist. Wir entnehmen dem Boden der Umweltressourcen für Ziegel. Die Ziegel müssen gebrannt werden. In aufwendigen Verfahren extrahieren wir Stahl. Dieser Stahl muss geschmolzen, gegossen, geschmiedet werden. Und all das ist häufig nur für eine kurze Zeit im Einsatz, diese Baumaterialien, weil wir sie dann mit dem Abriss der Gebäude in der Regel nach 75 bis 100 Jahren deponieren. Und das ist aus unserer Sicht in einer Welteninsel der Zukunft nicht mehr der Fall. Das ist nicht erforderlich. Es ist so, dass man über clevere lokale Rohstoffkreisläufe verschiedene Materialien, auch nachhaltigere Materialien, wie zum Beispiel das Holz aus Brandenburger Wäldern, nutzen kann und in Kombination mit Baumaterialien, die man bei Abrissbaustellen sichergestellt hat, gerettet hat, abgecycelt hat, zusammen einfach neue Gebäude errichten kann. So erhalten Gebäudeteile ihre erste Nutzung, ihre zweite Nutzung, ihre dritte Nutzung, ihre vierte Nutzung. Und es entstehen Materialumlaufbahnen, die, wenn man sie einmal in Gang gesetzt hat, sehr, sehr wenig Aufwand und Energie bedürfen, um sie im Laufen halten zu können. Die eingesparte Energie kann dann auch aufgewendet werden zur naturräumlichen Heilung, dass man sich um ehemalige Deponien, um Steinbrüche, um Orte des Tagebaus kümmert und diese revitalisiert. Hier zwei exemplarische Typologien. Das eine ist eine innerstädtische Materialbibliothek, wo auch die Stadtbewohner hingehen können, wenn sie zum Beispiel ein Bauteil haben, was ihnen nicht mehr gefällt, was sie verändert haben wollen, weil es den alltäglichen Anforderungen nicht mehr entspricht. Also etwas wie eine Bibliothek, nur nicht für Bücher, sondern für Material und Bauteile. Und die andere Struktur wäre eher eine
periurbane oder suburbane Struktur, wo man vollautomatisiert eben aus gebrauchten Bauteilen und neuem nachhaltigen nachwachsenden Material, die grünen Kubaturen, in vollautomatisierten eben Bauteile für Stadterweiterung, für Stadtumbau realisiert. Und all diese Bauteile, so zeigt es die große Karte, werden nach und nach auch digital erfasst, dass wir quasi immer wissen und in Zukunft immer mehr wissen, wo welches Material verbaut ist und der Umwelt nichts mehr entnehmen müssen. Und das letzte große Bild, die Sternbilder, passend zu unserem Thema, setzt sich mit der Relation von Stadt und Land auseinander. Es ist so, dass wir sagen, Berlin wäre heute nicht Berlin ohne Brandenburg und andersrum wäre Brandenburg nicht Brandenburg ohne Berlin. Da in diesem Spannungsfeld, Markus, gerne die nächste Folie, da in diesem Spannungsfeld einfach sehr, sehr viel Qualität, sehr, sehr viel Charakter der einzelnen Orte entstanden ist. Wir haben eine Kultur des Unterschieds einfach als entscheidende Stärke der Welteninsel festgestellt und erklären in dieser Karte hier verschiedene Systeme und auch, wie sich diese in Zukunft entwickeln könnten. Es gibt zum Beispiel den Kreativ- und Gründernebel, ein System, was sich zum Beispiel stark abzeichnet in der Region zwischen Hamburg und der Berliner Innenstadt. Wir haben Inkubatoren, wir haben Orte für Startups, Coworking Spaces in Rathenau, dem ehemaligen Standort der Optikindustrie, siedeln sich Gründer an oder auch im Schloss Gensrode nördlich von Neuruppin gibt es eine Konzentration von Aktivitäten in diesem Kreativ- und Gründernebel. Wir haben ein System von Forschung und Bildung. Aktuell ist es so, dass sich die Hochschullandschaft stark auf Berlin konzentriert. Wir haben einige Fachhochschulen und wir sind fest davon überzeugt, dass sich in Neuruppin oder in Eberswalde auch neue Hochschullandschaften, neue Universitäten herauskristallisieren können, indem Fragen der Zukunft diskutiert werden, wie zum Beispiel das Fontane-Institut in Neuruppin, wo man Fragen der Materialität des Bauwesens nachgeht und das in ganz enger Kooperation mit existierenden Bildungsstrukturen. Also Cluster, die entstehen, zum Beispiel das Sternenbild des Holzweges, aufbauend auf die Forstwirtschaft mit einem Hauptsitz in Baruth heute schon, in dem zahlreiche Sägewerke vertreten sind, aber auch der Interessensverband der Holzwirtschaft, und die ihre Aktivitäten in Zukunft auch stark ausdehnen werden. Die Regionalparks, hier beziehen wir uns auf das bestehende Netz um Berlin. Und all diese Orte sind dann auch verbunden über einen 30-Minuten-Takt im öffentlichen Personennahverkehr. Genau, die letzte Karte, Markus. All das spiegelt sich in unserer Galaxie wieder, das Zusammenspiel verschiedener Kräfte, die Entdeckung, zu der wir einladen möchten, auch jeden Einzelnen von Ihnen einen Blick ins Teleskop zu werfen, sich die einzelnen Orte anzuschauen und einfach auf Entdeckungsreise zu gehen. Gut. Wir haben die Präsentation auch zusammengefasst in einem kleinen Buch. Die können Sie auch gerne downloaden auf unserer Webseite. Unten ist die Adresse. Ich kann es aber auch gleich noch in den Chat setzen für alle, die anwesend sind. Das war's von unserer Seite.